Ja, liebe Freundinnen und Freunde in NRW, ich habe diese Woche die erste Regierungserklärung für Grün-Rot in Baden-Württemberg abgegeben. Und es ist jetzt eine tolle Sache, mal zur Opposition zu sprechen und nicht umgekehrt. Ihr macht es ja schon lange, jetzt neu wieder ein Jahr lang, wir erst 10 Tage. Und wir freuen uns, dass wir jetzt hier eine neue Ära einleiten in Baden-Württemberg mit Bürgerbeteiligung, mit mehr Bürgergesellschaft und dass das Regieren von oben nach unten ein Ende hat und wir das mit den Bürgern machen und vor allem auch mit den Bürgerinnen, dass wir jetzt erste Akzente gesetzt haben für eine ökologische Erneuerung unserer Wirtschaft. Grüne Produktlinien, die ressourcen- und energiesparend sind, das ist die Zukunft unserer Wirtschaft auf dem ganzen Globus. Und in der Bildung, den Bildungsaufstieg, den Schulerfolg von der sozialen Herkunft zu entkoppeln, das sind ganz, ganz wichtige Ziele. Und jetzt wollen wir gemeinsam mit euch zusammen in der Republik mit dem Bundestag versuchen, den Atomausstieg zu beschleunigen. Die alten Meiler dürfen nicht mehr ans Netz. Das ist jetzt erstmal die wichtigste Aufgabe, die wir mit Sicherheit erfolgreich stemmen werden. Ich wünsche euch also alles Gute für euren Parteitag und ich freue mich, dass wir jetzt stark, auch mit den Rheinland-Pfälzern zusammen, stark wieder sind in der Republik und wirklich grüne Duftmarken setzen und jetzt eben auch mit einem grünen Ministerpräsidenten.